Jetzt gesprungen mit einer, oder? Ich denke, die Medulla ist okay. Die hat sich auch von einer, auf einer Seite gelöst. Deswegen ist sie ohne. Ich glaube, die ist aus Blasfieber. Weil wenn die aus Ton gewesen wäre, wäre die wahrscheinlich kaputt. So, mal sehen, ob ich mit diesem Harmonium hier zurechtkomme.
Alle Ehre sei den versammelten Gott geweiht. Alle Ehre sei den versammelten Gott. Alle Ehre sei den versammelten Gott. Alle Ehre sei Shishi Guru Kodanga. Alle Ehre sei Shila Krishna. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Kundai Shimate Bhakti Vishnu Stam. Prabhupada Susan Vandaya Savatra Guru Kripa. Satya Rishi Ashvati Vishnu. Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajarini Nirvishesha Shunyavadi Ashtadhyada Shatarine. So, wir lesen immer noch aus dem Transcendental Diary, Ausgabe 5. Ist die Klasse auf Deutsch oder Englisch? Deutsch? Wer versteht kein Englisch? Oder nicht so gut? Aber du hast das Buch, ne? Das heißt, ich lese in Englisch und spreche dann in Deutsch. Auf Deutsch. So, Shri Vrindavan Dham, 1976. Und zwar am 12. November. Und zwar sind wir in der Bhagavatam-Klasse. Und Prabhupada spricht gerade, wie man auf eine bestimmte Ebene kommt. Ich gucke mal gerade, auf welche Ebene er sich bezieht. Bezieht sich auf den fortgeschrittenen Gottgeweihten. Das ist das Beispiel von Narada Muni. Und er spricht hier darüber, dass wo immer ein Gottgeweihter hingeht, also ein fortgeschrittener Gottgeweihter, er teilt Krishna-Bewusstsein mit anderen. Sogar wenn er zur Hölle geht, es macht ihm gar nichts. Er hat keine Angst. Es ist ihm egal, ob er in der Hölle oder im Himmel ist. Seine Mission, seine Aufgabe ist, das, was er im Herzen trägt, Krishna mit anderen zu teilen. Und Prabhupada sagt, es ist gar nicht so schwierig, diese Ebene zu erreichen. Man braucht nur die richtige Gemütsstimmung. Gar nicht so schwierig, sagt er. So, ich lese jetzt weiter. Hier ist mitten in dem Gespräch in der Klasse. Using the eating propensity to illustrate his point, Prabhupada gave a graphic example of how sense satisfaction is ultimately a meaningless mental concoction. I'm eating now without any plate. And if I can eat on the golden plate, they are thinking this is advancement of civilization. So the eating process, eating means kshut nivritti tushti pushti. Aus dem Srimad Bhagavata, Kanto 11, Kapitel 2, Vers 42. When one is hungry, when he eats something according to the taste, a gentleman is eating halava puri and the hawk is eating stool,
So the taste is the same. Either you eat halava, puri or stool. You are eating according to the taste. Just like in the airplane, we sit down. They are asking, sir, what can I? We say, we refuse. We don't touch anything in the airplane because we know what is that. And the next man, he is eating very nicely the intestine of hawk. Typisch Körper, drastische Beispiele. We have seen it. He is very nicely eating with spoon and fork, very enjoying. And we are saying, oh, what nasty thing he is eating. We don't. Do not touch even what is offered. We are eating whatever little things we have taken with us. But the result is the same. Tushti pushti kshutna viriti. You are hungry, you take something, so your appetite will decrease. And your satisfaction will increase. You will get strength. Tushti pushti kshutna viriti. This is not improvement. Eating by a hawk and eating by the human being, the result is the same. But eating the intestines of the hawk or eating halava puri, it does not make any difference. Ey Bala, ey Mandas, Sava Manodharma, Chaitanya Charitamrita, Antya 4176. In this material world, this is good and this is bad. This is all mental concoction. Dvaita Bhatra Bhatra Sakali Samana. So we should not be attached. We should completely give up anything material. That is Niskinchana. The purpose in a devotee's life, Prabhupada told us, is simply the satisfaction of Krishna and nothing else. And he continued with his example of eating to impress this upon us. We have no business with anything material, either in the golden plate or on the street, on the floor. It does not make any difference. Our business is how to accept the prasadam, what Krishna has eaten. That is our concern. We are not interested with the intestine of hawk or halava puri. No. We are interested to eat that which is already accepted by Krishna. Krishna bara daya moi kori bara jiva jai swa prasad anadilubai. Our business is that Krishna is so kind. The Krishna Prasad, those who are eating Krishna Prasad, they are enjoying everything. Krishna bara doya moi kori bara jiva joy. We have got thousands of nice preparations. Why should we go to the hotel and restaurant? There are so many nice preparations offered to Krishna. Patram pushpam. Krishna is ready to accept from a devotee whatever he offers, but within the limitation. Otherwise, he will bring hawk's intestine. That is not desired. If people say, whatever I eat, I can offer to Krishna, there is a class, they say, whatever I eat, you can offer. But that is not the process. The process is, you must offer to Krishna what he wants. Prabhupada's concluding words, although seemingly general, directed some further good philosophical advice to his disciple Manisha, who was sitting at the back of the temple room with her mother. So we have to learn what is bhakti. Bhakti parashano bhavo viraktir anyatrasya. Srimad Bhagavatam 11.2.42. If actually we advance in devotional service, then naturally, viraktir anyatrasyat, that is niskinchana, no more taste with the material world. Niskinchanasya bhagavad bhajanon mukhasya paramparam jiga misho bhavasagarasya chaitanya charitamrita matya 11.8. We must know why we shall take to devotional service. Param param jiga misho, not to remain within this material world,
Padam Padam Yadvipadam Natesham Srimad Bhagavatam 10.14.58. Here in the material world, Padam Padam Vipadam, every step there is Vipada, there is danger. So don't think that she is dying or he is dying and I shall not die. Everyone will have to die. Every step there is danger of dying. So before that death, we must become fully Krishna conscious. So that Antanarayana Smriti, Srimad Bhagavatam 2.16, the end will come today or tomorrow or day after tomorrow. Nobody will live here. But the success is if we can remember Narayana at the end of life. That is success. Antanarayana Smriti. We should practice that. Don't bother about that. I will die tomorrow. You are dying today, so I'm better than you. Nobody will live here. Everyone will die. And we must be prepared for death. And the devotee has no fear of dying because he is completely surrendered to Krishna. Then he is going back to him. Jyapva deham puna janma naitimam eti. Bhagavad Gita 4.9. Simply by surrendering to Krishna, our bhakti yoga is so easy. Simply man mana bhava mat bhakto mat yatri mam namas guru. Bhagavad Gita 18.65. Very simple thing. So we should take to bhakti devotional service, reject everything. Niskinchana. That will make your life successful. Prabhupada ended with his customary thank you very much. And the devotees cheered and offered their obeisances as Vishala Prabhu called out loudly, as he does every morning, His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai, His Divine Loving Grace Srila Prabhupada Ki Jai, Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai. Haribol. So with this, the class ended. And I will stop reading here. Read already plenty. Ich habe schon viel gelesen, so deswegen stoppe ich hier. Irgendwelche Kommentare oder Fragen dazu? Diese nicht so einfach zu verdauenden Worten von Srila Prabhupada, das ist zumindest, was ich dazu denke. Was denkt ihr? Prabhupada sagt, hier ist alles das Gleiche. Die Intestins, die Gedärme eines Schweines zu essen oder Halava oder Puri ist doch das Gleiche. Man muss Niskinchana sein. So, diese Dinge, die wir gerade jetzt gelesen haben, sind ein bisschen schwierig zu verstehen, würde ich sagen. Selbst wenn man schon eine Zeit im Krishna-Bewusstsein tätig ist, denkt man, aber wir haben doch gelernt, dass Halava und Puri gut sind und Fleisch isst man nicht und schon gar nicht die Gedärme von einem Schwein. Das ist doch ekelhaft. So. Srila Prabhupada spricht hier von einer ganz anderen Ebene. Und das ist eine Ebene, die, ich meine, im gewissen Sinn ist es, in einfachen Worten zu beschreiben, worum es hier geht. Und das versuche ich gerade. Srila Prabhupada spricht hier einfach von einer ganz anderen Ebene. Und das ist die spirituelle Ebene. Und solange wir von verschiedenen Arten von Geschmäckern in dieser Welt sprechen, zum Beispiel Essen, Prabhupada spricht oft von Essen, weil das kann man leicht verstehen, da können wir uns leicht drauf beziehen. Das macht jeder. Jeder isst irgendwas. Ne, wenn ich irgendwie von technischen Dingen rede oder von musikalischen Dingen, dass manche Menschen finden sich da mehr mit verbunden, andere mehr damit und es ist nicht ein Thema, was für alle gleich relevant ist. Aber Essen, das versteht jeder. So, das Thema Essen, wie alles andere, ist auch Teil der spirituellen Wissenschaft. Man kann das spiritualisieren. Und davon abgesehen kann man alles, was in der materiellen Welt geschieht, nutzen, um philosophische Punkte zu illustrieren, zu erklären.
Also hier geht es darum, dass die spirituelle Ebene eine Ebene ist, die so verschieden ist von der materiellen Ebene, dass man sagen kann, die haben nichts miteinander zu tun. Sie sind konträr in ihren Gesetzmäßigkeiten. Was wir alles gewöhnt sind im materiellen Leben, wie man sich benimmt, wie man dies tut, wie man jenes tut, wie man was auswählt, wie man genießt, auf der spirituellen Ebene ist alles völlig anders. Du musst alles völlig neu lernen und erfahren. Und du wirst sehen, dass deine Erfahrungen, je mehr du da reinkommst, völlig anders sind als materielle Erfahrungen. So, dies ist der Punkt, denke ich, den Srila Prabhupada hier macht, dass die spirituelle Ebene hat nichts zu tun mit materiellen Dingen. Es geht nicht um einen materiellen Genuss, hier mit dem Beispiel Essen, dass der Geschmack von dieser Speise höher einzuschätzen ist oder besser ist als der Geschmack von dieser Speise. Alle Lebewesen haben verschiedene Arten von Essen. Sogar unter den Menschen findest du verschiedene Geschmäcker. Ne, wenn alle das gleiche essen müssten im Restaurant, da wird keiner hingehen. Es gibt eine Speisekarte, ne, mit so viel, und wenn ein Restaurant gut ist, dann hat es viele verschiedene Dinge, die du wählen kannst, und jeder studiert die Speisekarte und nimmt sich dann das, was ihm am besten gefällt. Aber das sind alles materielle Geschmäcker. Dinge, die du in diesem Fall mit deiner Zunge, auch mit der Nase, auch mit den Augen, die Augen essen mit. Geruch ist auch wichtig, aber vor allen Dingen der Geschmack, die verschiedenen Geschmäcker, das sind alles materielle Geschmäcker, die du mit deiner Zunge probierst und genießt. Aber was hat das mit der Seele zu tun? Was hat das mit dir, deinem inneren Wesen zu tun, deiner Natur, diese Geschmäcker? Nichts. Es ist egal, wo du bist in der materiellen Welt, was immer für Sinneseindrücke du bekommst, das sind alles äußere Dinge. Das ist nichts Spirituelles. Das hat nichts mit deiner ewigen Natur, deiner wirklichen Natur zu tun. So, deswegen, das, was uns ein spiritueller Lehrer versucht zu erklären, wie Srila Prabhupada, ist, dass die spirituelle Ebene eine andere Ebene ist. Und wie Srila Prabhupada das hier mit einfachen Worten erklärt, ist, wenn eine Verbindung da ist mit der Wurzel, mit der Quelle allen Daseins, mit Krishna, das ist Verbundenheit, das ist Yoga, das ist spirituell. Und wenn diese Verbundenheit nicht da ist, wenn du im Restaurant bist und irgendwas bestellst, dies, das, oder was hat das mit Krishna zu tun? Wie kannst du mit der Quelle des Daseins verbunden sein? Die Seele, die spirituelle Seele auf der spirituellen Ebene, wenn du dich selber siehst, erfährst und spürst, spürst du, wie du mit der Quelle des Daseins verbunden bist. Diese beiden Erfahrungen, die Selbstverwirklichung der Natur, deiner inneren Natur und Gottesbewusstsein ist eins, das gehört zusammen. Sobald das Lebewesen, der Mensch, Gott erfährt, erfährt es auch sich selbst. Sobald du dich selbst erfährst in deiner wirklichen Natur, fühlst du sofort, dass du Teil Gottes bist. Hier im materiellen Dasein fühlst du, dass du Teil der materiellen Natur bist, was eine Illusion ist. Du fühlst dich mit deinem Körper identifiziert, mit deinen Gedanken, das, was du denkst, mit deiner Herkunft als Deutscher, Türke, Russe, was auch immer, Mann oder Frau, mit einem bestimmten Alter,
mit bestimmten materiellen Qualitäten. Du fühlst dich als Teil der materiellen Welt. Aber das bist du nicht. Sobald du deine spirituelle Identität fühlst du, dass du Teil Gottes bist. Daher ist Selbstverwirklichung und Gottesverwirklichung, das geht immer eng zusammen. Und wirkliche Selbstverwirklichung, um das intensiv und stark zu machen, ist der empfohlene Weg Bhakti. Das bedeutet, eine liebevolle Beziehung zu Gott aufzunehmen. Dann ist Selbstverwirklichung automatisch da. So alle Dinge, die wir im materiellen Leben tun, so wie Prabhupada hier gerade sagt, spielt keine Rolle, was du isst, du bleibst immer auf der materiellen Ebene. Aber wenn man etwas isst, das in Beziehung zu Gott ist, was in Beziehung zu Krishna ist, Krishna Prasadam, dann ist es sofort eine andere Ebene. Alles, was nicht in Beziehung zu Krishna ist, ist auf der gleichen Ebene, materiell. Keine Beziehung zu der Realität. Sobald etwas in Beziehung zu Krishna ist, dem Ursprung allen Daseins, ist das eine andere Ebene. Das ist das, was jemand, der an spiritueller Verwirklichung interessiert ist, das ist das, was er will. Und das ist eine andere Ebene. So würde ich das erklären. Was denkt ihr? Ich hatte auch so daran gedacht, dass wir alle für diese Hubbauer-Treppe ist alles so, egal ob die jetzt Halaba ist oder die Gedärme von dem Schwein, das ist dasselbe auch in dem Sinne, weil es im Endeffekt ja auch nur eine Zusammensetzung ist aus diesen verschiedenen materiellen Elementen. Und dass das Ergebnis auch das gleiche ist. So. Du hast, ob du jetzt das Schwein ist oder das Halaba, du wirst von beiden, der Effekt ist der gleiche. Du bist von beiden satt und du hast nicht mit diesen Drang, sondern es ist, ja. Aber du hast, ja, wie schon gesagt, das ist kein Spielhotel. Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Du wirst satt, der Hunger nimmt ab und du bekommst Kraft. Aber es ist keine spirituelle Ernährung. Die Seele wird nicht ernährt. Das ist ein schöner Punkt. Während Krishna Prasadam vor allem die Seele ernährt, vor allem spirituell glücklich macht. Und ganz nebenbei werden die materiellen Bedürfnisse auch noch erfüllt. Du bist auch satt und du kriegst Kraft. Das ist okay. Wir möchten und wir müssen auch unseren Körper ernähren. Aber hauptsächlich wollen wir die Seele ernähren. Dies wird verglichen mit, wenn jemand hat zu Hause, was in unserer Gesellschaft typisch ist, normal ist. Viele haben das, die meisten sogar, Haustiere. Nur jemand hat einen Vogel zu Hause, ein Wellensittich oder sogar mehrere, damit die sich unterhalten können und auf diese Weise glücklich sind. So, aber Vögel hält man normalerweise in Käfigen, weil sonst fliegen die weg. Ein Hund muss an der Leine sein, eine Katze, wenn man sie rauslässt, kommt sie vielleicht nicht wieder, so, die muss im Haus bleiben, was auch immer. Vögel sind im Käfig. So, und du kümmerst dich um deinen Vogel natürlich. Aber wenn du nur den Käfig schön sauber machst und dich nicht tatsächlich um den Vogel selbst kümmerst, wird, obwohl du den Käfig so schön putzt und sauber hältst, wird der Vogel sterben. Das wird damit verglichen, wie wenn wir nur unsere äußere Hülle, den Käfig, in dem wir sind, was sprichwörtlich tatsächlich ein Käfig ist, unser materieller Körper, wenn wir uns nur um den Körper kümmern, aber nicht um die Seele, die in diesem Käfig wohnt, dann
verkümmert die Seele. In der Ishupanishad wird dies als Atmaha beschrieben, der Mörder der Seele. Ist die Person, die sich nicht um das spirituelle Wohl bemüht. So, mit Krishna Prasadam und mit allen anderen Dingen, die du im spirituellen Leben tun kannst, kümmerst du dich um die Ernährung, das Wohl von dir selbst, das, was du wirklich bist als Seele. Und nicht nur um den materiellen Körper. Fragen oder Kommentare? Ja? Wenn du von materieller Welt sprichst und spiritueller Welt, ist in der materiellen Welt auch die höheren Dimensionen einbezogen, bis Brahmaloka quasi, das gehört ja auch noch zur materiellen Welt. Das ist ja die spirituelle Welt, wie ich das verstanden habe. Und dann ist die erste Welt, die dem spirituellen Welt am ähnlichsten ist, als erstes Abbild Brahmaloka, und da geht das ja runter bis zur irdischen Ebene und die Imitationshimmel, sag ich mal, da nach unten. Ne? Ist das auch mit materieller Welt gemeint? Also die gesamte materielle, also auch feinstoffliche Welt? Ne? Die gesamte materielle Welt, alles was hier in diesem Universum ist, materielle Elemente. Egal ob feinstofflich oder grobstofflich, meistens geben wir grobstoffliche Beispiele, weil wir da besser, mehr Beziehung zu haben als Menschen. Das Feinstoffliche, das da fühlen wir uns nicht so mit verbunden. Das scheint schon was Mystisches zu sein. Selbst wenn man um den Geist spricht oder andere feinstoffliche Dinge, so wie Energie, Prana, wenn man sich mit Yoga beschäftigt, Meditation und anderen Dingen, dann kommt man mehr in Kontakt mit feinstofflicher Energie. Man sieht, es ist wirklich da. Materielle Wissenschaften sprechen davon nicht. Für die ist das Humbug. Das ist, das kann man nicht messen mit Instrumenten. Zumindest man kann es indirekt messen mit Instrumenten und es gibt Wissenschaftler, die dafür offen sind, aber so direkt. Alles, was man nicht mit den Sinnen und den Instrumenten, die wir so gebaut haben, in unserem technischen Zeitalter, alles, was man damit nicht messen kann, also alles Grobstoffliche, das existiert praktisch nicht. Aber es gibt viele, viele feinstoffliche Energien, Ebenen, die uns nicht mehr zugänglich sind, die uns in vergangenen Zeiten, zumindest manchen Menschen, zugänglich waren. Und die Lebewesen auf den höheren Planeten, obwohl im materiellen Universum wie Brahmaloka, zugänglich sind, die arbeiten damit ständig, sind für uns nicht zugänglich. Oder sie sind zugänglich, aber es erfordert ein gewisses Training, eine Offenheit, mehr feinstoffliches Bewusstsein auch. Aber es ist auch materiell. Alles materielle Dinge. Ob du im Weltraum fliegen kannst, wie gesagt, wird was höhere Lebewesen auf höheren Planeten können. Ob du mit Telepathie arbeiten kannst, ist ganz normal für dich. Oder nicht, ist immer noch die materielle Ebene. Selbst die mystischen Kräfte eines Yogi, diese 8 mystischen Kräfte, die man heutzutage nicht in einem Yoga-Studio lernt, von dem man auch nicht spricht, weil da geht es hauptsächlich darum, den Körper fit zu halten und gesund und flexibel, beweglich. Selbst diese mystischen Kräfte, ist immer noch die materielle Ebene. Ist nicht die Ebene der Seele. Die Ebene der Seele ist was. Eine andere Ebene. Genau davon spricht Srila Prabhupada. Ja. Ja. Selbst feinstoffliche Nahrung, Prana, ist immer noch auf der Ebene. Niskinchana, diese ganze Ebene verlassen, auf eine spirituelle Ebene gehen. Die ebenfalls in diesem Universum erfahrbar ist, aber es ist eine andere Ebene. Und du brauchst ganz bestimmte Techniken, ein bestimmtes Wissen und auch Segnung, um auf dieser Ebene Zugang zu finden. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen,
Johannes Brauch hat auch oft in diesem Zusammenhang diesen einen Vers, ich kenne ihn nicht, aus dem Srimad Bhagavatam, wo er sagt, von dem tiefsten Planeten bis hoch zu Brahma Loka findet man die vier Dinge, Geburt, Alter, Tod und Krankheit. Was bedeutet das selbst auf Brahma Loka? Geburt, Alter, Krankheit und Tod existieren. Es ist kein ewiges Leben. Die Lebewesen, die dort existieren, existieren ebenfalls nicht in ihrer reinen Form als Seele, sonst wären sie ewig. Brahma wurde einmal gebeten von einem Lebewesen, Hiranyakashipu, der unglaubliche Entsagung praktiziert hat. In Bhagavatam heißt es, nie vorher und nie nachher wird jemand solche Entsagung praktizieren können, solche Kraft haben, solche Entschlossenheit, Entsagung zu praktizieren, wie diese Person, Hiranyakashipu. Und mit seiner Entsagung zwang er gewissermaßen den Schöpfergott Brahma vom Brahmaloka runterzukommen, um mit ihm zu sprechen. Und dann Brahma erschien vor ihm, gab ihm zunächst einen frischen Körper, einen neuen Körper, strahlenden, starken Körper und fragte ihn dann, mein lieber Hiranyakashipu, was kann ich für dich tun? Was wünschen wir? Und Hiranyakashipu antwortete, mach mich bitte unsterblich. Und Brahmas Antwort war darauf, ich kann ja alles Mögliche, aber das kann ich nicht, ich bin selbst nicht unsterblich. Man kann anderen nur etwas geben, abgeben von dem, was man selber hat und kann. Was man selber nicht hat, wie kann man das dann? So Brahma sagt, das ist nicht möglich. Ich kann dir nur eine sterbliche Hülle geben, eine neue, eine andere. Was auch immer, was du willst, welche Lebensform. Aber unsterblich machen kann ich dich nicht. Okay. Dann mit eurem Einverständnis gehen wir zum Bhagavata. Nochmal kurz. Zeigen, ob ich das Lesezeichen richtig gemacht. Ja. So, auf Deutsch. Und das ist Kapitel 10, Vers 4, ist das korrekt? Kanto 5, Kapitel 10. Das Gespräch zwischen Jarabharata und Maharaj Rahugana. Vers Nummer 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nochmal Vers 4 ist korrekt. Hm? Na vayam naradeva pramata bhavan niyamanupata sadhu eva vahama ayam Adunaiva yukto api na drutam prachati nanina saha vodum u ha vayam parayama iti Vayam Naradeva Pramata Vavam Niyamanupata Sadviva Vahama Ayam
Arune vani yuktupi natrutta virajati vrajati nanena saha vodumuha vayam parayama iti. Bisschen schwierig. So, Wort für Wort. Übersetzung. Na. Nicht. Vayam. Wir. Furcht. Wir. Vayam. Wir. Wir. Ist hier so übersetzt. Du meinst Vayam. Das ist, wäre Furcht. Naradeva. Naradeva. O Herr unter den Menschen. O Herr unter den Menschen. In Klammern, der König wird für die Repräsentation von Deva, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gehalten. Ja. Brahmata. Nachlässig in unseren Pflichten. Bhavat Niyama Anupata. Die deinen Befehlen immer gehorchen. Sadhu. Richtig. Eva. Gewiss. Vama. Wir tragen. Ayam. Dieser Mann. Aduna. Erst vor kurzem. Eva, in der Tat, Niyukta, wurde eingestellt, um mit uns zu arbeiten. Api, obwohl, na, nicht, Trutam, sehr schnell, Vrajati, arbeitet, na, nicht, Anena, ihm. Saha, mit, Vodum, zu tragen, Uha, O, Vayam, wir, Parayama, sind fähig, Iti, so. Übersetzung. O Herr, bitte nimm zur Kenntnis, dass wir im Erfüllen unserer Pflichten keineswegs nachlässig sind. Wir haben die Sänfte gewissenhaft getragen, wie es dein Wunsch war. Aber dieser Mann hier, den wir kürzlich eingestellt haben, damit er mit uns arbeitet, ist nicht fähig, schnell zu laufen. Aus diesem Grund sind wir nicht in der Lage, mit ihm zusammen diese Sänfte zu tragen. Erläuterung. Die anderen Sänftenträger waren Shudras, wohingegen Jarabharata nicht nur ein Brahmana aus einer hohen Kaste war, sondern auch ein großer Gottgeweihter. Shudras haben für andere Lebewesen kein Mitgefühl. Doch ein Vaishnava kann sich nicht wie ein Shudra verhalten. Wann immer ein Shudra und ein Vaishnava Brahmana zusammengebracht werden, wird es eine Ungleichheit in der Ausübung der Pflichten geben. Die Shudras gingen mit der Sänfte, ohne sich um die Ameisen auf der Erde zu kümmern. Für Jarabharata jedoch war es unmöglich, wie ein Shudra zu handeln. Und deshalb entstanden Schwierigkeiten. Om Agyana Timirandasya Abhyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasma Shivrave Namaha Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sandupya Evacha Patitanam Pavanekyo Vaishnavekyo Namo Namaha. So, im fünften Kanto des Srimad Bhagavatam wird diese Geschichte erzählt von Jarabharata und seinem Leben. Jarabharata war zuvor Maharaj Bharata gewesen in einem vorangegangenen Leben, zwei Leben zuvor.
wo er der König der ganzen Welt gewesen war. Und so ein berühmter König, ein Vaishnava-König, der zum Wohl aller Lebewesen der ganzen Welt beigetragen hat, dass diese Erde immer noch im indischen Raum Bharata genannt wird, nach seinem Namen. Oder zumindest den zentralen Bereich dieser Erde, nämlich Indien. Natürlich würden viele nicht damit einverstanden sein, dass Indien das Zentrum dieser Erde ist, aber im spirituellen Sinne, nach der spirituellen Wissenschaft, ist es tatsächlich der Fall. Und wenn du nach Indien gehst, oder alle, die mal in Indien waren, oder die meisten, die ein bisschen Sinn dafür haben, stellen fest, dass Indien eine unglaubliche spirituelle Kultur hat, die in keinem anderen Winkel der Welt in dieser Intensität mit solchen Details zu finden ist. So, deswegen, Bharatavarsha bezieht sich einerseits auf Indien, andererseits auf diesen ganzen Planeten Erde. Und den Namen Bharata, der Name Bharata, kommt von Maharaj Bharata, weil er so ein großer König war. Der in einem anderen Yuga lebte, vor vielen Hunderttausenden von Jahren, trotzdem trägt die Erde immer noch diesen Namen, so berühmt war er, in seinem drittletzten Leben. Nun befindet er sich in seinem letzten Leben, bevor er in die spirituelle Welt geht. Das heißt, er ist völlig reif, in die spirituelle Welt zu gehen. Er ist völlig selbstverwirklicht. In diesem Zustand, als Devoti auf der höchsten Ebene, er war von anderen nicht zu erkennen, dass er auf dieser Ebene war, wie es meistens so ist. Woran erkennen wir einen fortgeschrittenen Devoti, ein fortgeschrittenes Lebewesen? Ein Lebewesen, das überhaupt nicht mit dem materiellen Körper identifiziert ist, sondern völlig selbstverwirklicht ist. Das völliges Gottesbewusstsein entwickelt hat. Das ist für uns bedingte Lebewesen sehr schwer, so einen Menschen zu erkennen, so ein Lebewesen zu erkennen. Wir können vielleicht nach gewissen Kriterien, die uns gegeben werden in den Schriften, urteilen, aber wirklich verstehen, ob ein Lebewesen, welche spirituelle Entwicklung ein Lebewesen erreicht hat, welchen spirituellen Stand, das ist sehr schwer. Es wird gesagt, dass ein Uttama Adhikari, ein Vaishnava auf der höchsten Ebene, nur von einem anderen Uttama Adhikari erkannt werden kann, dass er auf dieser Ebene ist. So, dazu kam also noch das Jara Bharata. Er hat also immer noch den Namen Bharata, aber in diesem seinem letzten Leben war sein Vorname gewissermaßen, wenn man das so sagen kann, er hieß Jara Bharata, nicht Bharata Maharaj, der König oder seine Heiligkeit Bharata, sondern Jarata, Jara bedeutet Dummkopf, Dummkopf Bharata. Er spielte nicht die Rolle eines heiligen Königs, sondern äußerlich hatte er die Rolle eines Dummkopfes. Er hatte einen klobigen Körper, mit dem er sich sehr ungeschickt benahm, auch starker Körper, und obwohl er in der Familie von Brahmanas geboren war und sein Vater ihn in allen Techniken unterwies, in der Philosophie und im Benehmen und in allem, Jara Bharata war an nichts von diesen Dingen interessiert, weil er Niskinchana war, völlig desinteressiert an der materiellen Ebene. Und er sprach nicht. Er sagte kein Wort. Und der Einzige, der sich wirklich um ihn kümmerte, war sein Vater, der ihn, obwohl er auf nichts reagierte, scheinbar mental gestört war, kein normales Kind war und sich nicht normal entwickelte. Als sein Vater starb, alle anderen Lebewesen, Mitglieder der Familie, verachteten ihn. So, keiner kümmerte sich um ihn.
Und das war Jadabharata nur recht, weil er war eine völlig selbstverwirklichte Seele und er spielte den Dummkopf. Er machte absichtlich alles falsch, so dass ihn die Leute in Ruhe lassen, ihn die Menschen in Ruhe lassen. Und das taten sie auch. Seine Familie, seine Brüder hatten keine Verwendung für ihn, für irgendeine Aufgabe, außer auf dem Feld zu stehen als Vogelscheuche. Ja, weil die, sonst essen die Vögel die ganze Saat auf. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das heutzutage noch machen mit den ganzen künstlichen Dünger und den Pestiziden, die da drauf sind. Aber früher hat man jedenfalls, um die Vögel davon abzuschrecken, die Samen aufzuessen, die Saat aufzuessen, hat man Vogelscheuchen dahingestellt. So, das war die Funktion von Jadabharata, weil er war die perfekte Vogelscheuche. Groß, er blieb da stehen, die haben ihn dahingestellt, er blieb da stehen, Tag und Nacht, und er bewegte sich manchmal. Vogelscheuchen werden normalerweise so aufgestellt, dass sie was Lockeres haben, was sich dann bewegt durch den Wind und die Vögel verscheucht, weil sie denken, das ist ein wirkliches Lebewesen, das ist ein Mensch. So, Jadabharata war die perfekte Vogelscheuche. Und das gefiel ihm, diese Rolle zu spielen. Und er war allein auf dem Feld, keiner sprach mit ihm, keiner wollte irgendeine Unterhaltung oder irgendein Benehmen von ihm. Er hatte seine Ruhe und konnte innerlich sich völlig mit Gott verbinden, ohne abgelenkt zu sein. Das ist die Neigung einer fortgeschrittenen Seele, ist es, allein zu sein. Deswegen gehen viele Heilige in die Berge, in den Wald, um allein über Gott zu meditieren, sich mit Gott zu verbinden, sich an ihn zu erinnern und so ihre Tage zu verbringen, bis ihre Zeit in dieser Welt vorüber ist und sie in die spirituelle Welt zurückgehen. Wir sehen auch viele Beispiele im Srimad Bhagavatam, wo große Seelen dies getan haben. Zum Beispiel der Erzähler, der Sprecher von Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami, der wanderte über die Erde nackt und wie ein Irrer und sprach auch mit niemandem. Und genau wie bei Shukadev Goswami, der erst seinen Mund aufmachte, als er eine andere große Seele traf, die auf der Schwelle zur Vervollkommnung stand, die bereit war, empfangsbereit für die Weisheit, die er ihr zukommen ließ. In gleicher Weise, Jadabharata blieb stumm und scheinbar dumm, bis er eine Seele traf, die fortgeschritten genug war, interessiert war, die spirituelle Wirklichkeit zu verstehen, die Wahrheit zu verstehen. Und genau an diesem Punkt sind wir hier im Srimad Bhagavatam, wo Jadabharata zum ersten Mal den Mund aufmacht und spricht, weil er eine große Seele traf. Diese große Seele war der König in dem Lande zu dieser Zeit, König Rahugana. Deswegen heißt dieses Kapitel Maharaj, der König Rahugana, begegnet Jadabharata. Jada, der Dummkopf, Bharata. Und er denkt bis zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass Jadabharata ein Dummkopf war. Weil Jadabharata durch bestimmte Umstände irgendwann sein Heim verließ. Nicht freiwillig, er wurde geraubt. Vom Feld als Vogelscheuche, von Räubern mitgenommen, die ihn brauchten, um ihn der Göttin Kali zu opfern, als Menschenopfer. Scheinbar war es früher üblich, auch ab und zu der Göttin Kali ein Menschenopfer darzubringen. Aber das musste ein Mensch sein, der niedrig war, dumm, auf keinen Fall ein Brahmana. Was zu sprechen von Gewalten Gottes. So. Jedenfalls die Räuber nahmen ihn mit und wollten ihn der Göttin Kali opfern, was natürlich misslang. Ich werde jetzt nicht in diese Geschichte eingehen, weil die Göttin Kali natürlich sah, das ist kein Dummkopf, das ist eine große Seele, weil sie auf einer höheren Ebene ist, das erkennen konnte. Jedenfalls
wanderte Jalabharata dann auch alleine herum und wurde dann irgendwann wieder einfach mitgenommen. Und zwar von diesen Sänftenträgern, die hier gerade sprechen in diesem Vers. Die König Rahugana war gerade unterwegs in seinem Reich. Er fuhr herum mit der Sänfte. Na, fahren würde man nicht sagen. Er wurde transportiert in seiner Sänfte von 4 Sänftenträgern. Nun, eine Sänfte zu tragen von einer hohen Persönlichkeit ist eine große Verantwortung. Ne? Weil die Sänftenträger müssen die Sänfte gleichmäßig tragen. Sonst könnt ihr euch vorstellen, wenn einer hier einen Schritt macht und einer da und so, dann wackelt die Sänfte den ganzen Tag. Das ist natürlich angenehm für den oder diejenigen, die in der Sänfte sitzen. Und vor allen Dingen König ist das Beste gewohnt, das Beste vom Besten die ganze Zeit. Das beste Essen, das beste Fahrzeug, in diesem Fall die Sänfte und natürlich die besten Diener. Das heißt, die Sänftenträger müssen qualifiziert sein. Und das waren sie auch in ihrem Sinne. Robert sagte, dass sie Shudras sind, aber Shudras haben auch ihre Qualifikation. In diesem Sinne, die konnten eine Sänfte sehr gut tragen. Und sie wählten, ein Sänftenträger wurde krank und mit 3 kannst du nicht die Sänfte transportieren. So, sie liefen herum und fanden irgendwie Jalabharata, der da rumspazierte, sahen ihn, der ist kräftig, der ist so wie uns, grob, glaube ich, komm mit, du trägst die Sänfte des Königs. Aber da Jalabharata kein Shudra war, sondern nicht nur ein Brahmana, sondern eine Seele auf der höchsten Ebene, mit voll entwickeltem Bewusstsein, konnte Jalabharata nicht auf die gleiche Weise gehen im Wald, wie die Shudras. Die Shudras, wie wir wahrscheinlich auch, wenn du im Wald spazieren gehst, du achtest nicht darauf, wo du hintrittst, oder? Das machen wir normalerweise nicht. Wir gehen einfach im Wald und wenn du Devote bist, chantest du vielleicht Japa oder sonst guckst du dir die Gegend an oder sprichst mit Leuten und was dabei passiert, während du gehst, das sind kleine Lebewesen auf dem Boden, die unter Umständen durch Leiden oder sogar getötet werden, dass du durch den Wald gehst. So, da kann man nicht viel machen, oder? Man kann ja nicht auf jede Ameise Rücksicht nehmen. Oder noch kleinere Tiere, die man gar nicht sehen kann. Dann kann man gar nicht im Wald spazieren gehen. Dann kann man nirgendwo spazieren gehen. Sogar hier im Tempelraum sind manchmal Ameisen oder was zu sprechen draußen auf der Straße. So, das ist Shudra-Mentalität. Aber Jalabharata war auf einer anderen Ebene. Es war für ihn unmöglich, irgendein Lebewesen Leid zuzufügen. Das ist die Situation einer reinen Seele. Sie ist nicht gleichgültig gegenüber dem Leid anderer. Sie fühlt mit anderen Lebewesen. Voll entwickelte Liebe, Mitgefühl, Empathie. Wenn du als reine Seele lebst, dann kannst du nicht das Leid anderer ignorieren. Was zu sprechen davon, selber Leid anderen Seelen zuzufügen? Nein, im Gegenteil, du bist dein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, das Leid anderer zu vermindern. So, Jalabharata war in dieser Kategorie. Und daher konnte er nicht einfach über den Waldboden gehen, ohne zu schauen, wo die Ameisen laufen und sie zu vermeiden. Daher wurde er zu einem unqualifizierten Träger der Sänfte. Die anderen Sänftenträger gingen weiter im Gleichschritt. So, alle gut im Gleichschritt. Und Jalabharata ging so, guckte, wo die Ameisen sind und schaute zunächst, bevor er den nächsten Schritt setzte, ob da Ameisen sind. Und dann, wenn alles okay war, setzte er den
unmöglich im Gleichtritt zu marschieren mit den anderen. So, dadurch wurde die Sänfte ordentlich durchgeschüttelt. Und der König beschwerte sich. Was ist mit euch los? Habt ihr heute einen schlechten Tag oder seid ihr normal? Könnt ihr die Sänfte nicht normal tragen? So, und die drei Shudras, die anderen Sänftenträger, antworteten darauf mit Furcht vor Bestrafung des Königs. Das sind nicht wir. Das ist der Neue hier, der kann irgendwie nicht mit uns zusammen im Gleichschritt gehen. Er kann nicht gleichzeitig schnell und sanft die Sänfte tragen. Ich nehme an, der Ausdruck Sänfte kommt von sanft. Ne? Scheint irgendwie eine Verbindung zu haben. Das ist etwas, mit der du sanft transportiert wirst. So, das war in diesem Augenblick gestört, wegen Jalabharata. So, sie machten ihn, den König also darauf aufmerksam, sind nicht wir, wir sind okay, der Neue ist schuld. So, worauf sich, das werdet ihr in den nächsten Versen hören, dann der König an Jalabharata wendete und ihn zurechtwies. Zunächst gütig, okay, ist ein Neuer. Ich sage ihm jetzt mal einmal Bescheid und dann ist okay. Und er wies also Jalabharata zurecht und dann dachte er, ist alles okay, weil normalerweise, wenn ein König was sagt, dann machen das die Leute. Ne? So wie in Deutschland zumindest der Chef von einer Firma etwas sagt, dann machen die Mitarbeiter das, was das ist, Autorität. Ne? Zumal er auch Macht hat. Dein Chef kann dich entlassen. Der König entlässt dich vielleicht nicht nur, sondern bestraft dich vielleicht auch noch, wenn du Mist machst oder fortgesetzt Mist machst. So, und dann dachte der König, ist alles okay. Und die Sänfte wurde weitergetragen. Und natürlich konnte Jalabharata immer noch nicht anders voranschreiten als zuvor, weil er eine reine Seele war und nicht auf die Ameisen trampeln konnte. So, es kam wieder das gleiche Schaukeln der Sänfte. Und nun wurde der König ungehalten und wandte sich in ironischen Worten an Jalabharata, wies ihn wieder zurecht auf ironische Weise. Ach, was für einen schweren Tag scheinst du zu haben und so. Und wies ihn dann zurecht. Und da machte Jalabharata zum ersten Mal im Leben seinen Mund auf. Aber nicht, um sich zu verteidigen, weil das hatte er vorher nie gemacht. Weil er hatte sich vorher nie verteidigt. Er hatte sich nicht gegen seine Brüder verteidigt, die ihn als Vogelscheuche aufgestellt haben. Er hatte sich nicht gegen die Verehrer von Kali geweigert, die ihn als Menschenopfer in den Suppentopf stecken wollten. Er hatte sich nie verteidigt. Hier gegen den König macht er den Mund auf und weist seinerseits den König zurecht. Warum? Weil er wusste, dass König Rahugana, der ist ein bisschen eingebildet, er denkt, er ist hier der König im Land, ist ein bisschen im Maya, aber er war eine große Seele. Und Jalabharata wusste das, da er selbst eine große Seele war, völlig selbstverwirklicht. Eine große Seele kann deinen Zustand sehen, deinen psychologischen Zustand, den Zustand deines Geistes, deine spirituelle Entwicklung. Er wusste sofort, der König ist eine große Seele. Er ist ein bisschen im Maya. Wenn ich dem jetzt ein bisschen was erkläre, dann wird er selbst verwirklicht. Und das ist das Gespräch, das jetzt bevorsteht. Also erst diese Entwicklung, wo ein bisschen der König ein bisschen sauer ist und Jalabharata zurechtweist und dann Jalabharata spricht und der König sofort merkt, als Jalabharata spricht, das ist eine große Seele, die hier zu mir spricht. Und er aus seiner Sänfte steigt und vor Jalabharata zu Boden fällt. Und ihn bittet, ihn weiter zu unterweisen.
Weil er wusste, es ist das größte Glück eines Menschen, eine selbstverwirklichte Seele zu treffen. Weil durch die Unterweisung und die Segnung, die Gemeinschaft mit großen, fortgeschrittenen Gottgeweihten, tut sich das Tor auf, selbst eine große Seele zu werden, die es von ihnen abzubekommen. Große Seelen sind immer bemüht, ihr Wissen, ihre eigenen Segnungen zu teilen. Und wenn du die Möglichkeit hast, daher, wenn du einer großen Seele begegnest, das ist der wichtigste Moment in seinem Leben. Und das wusste König Rahuga, ne? Dass dies der wichtigste Moment in seinem Leben war. Und er zog vollen Nutzen daraus und befragte Jadavarata mit allem Respekt, mit aller Ehre erweisend. Und Jadavarata unterwies ihn. Und da dies so wichtige Unterweisungen sind, stehen sie im Srimad Bhagavatam. Und wir können sie auch heute noch nutzen. Irgendwelche Fragen oder Kommentare? Meine erste Frage, die mir gerade eben kam, ist: Ist es ein egoistischer Wunsch, eine große Seele zu treffen, um selber eine große Seele zu werden? Ja, aber das ist echter Egoismus. Das ist nicht falscher Egoismus. Mhm. Ne? Wie wir oft gehört haben, die 8 Elemente im Universum, materielle Elemente. Es gibt mehr Elemente, aber das ist so eine grundsätzliche Kategorie: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego. Wenn du hörst falsches Ego, dann musst du schlussfolgern, es gibt auch ein richtiges Ego. Es gibt das, was du wirklich bist. Es ist nicht, dass du nichts bist. Das wäre wie sagt man? Ja, nichts, dass wir nichts sind, ist die Schlussfolgerung im Buddhismus. Oder dass wir alles eins sind, ist keine Vielfalt. Nein, du bist etwas, du bist eine spirituelle Seele. So, das ist das richtige Ego. Und richtiger Egoismus, guter Egoismus, ist, sich selbst und alles zu tun, um in dieses spirituelle Verständnis einzukommen. Wer bin ich wirklich? Selbstverwirklichung, wirkliche Selbstverwirklichung ist wirklicher Egoismus. Wenn wir sagen, Egoismus meint etwas Selbstisches. Weil du musst erstmal wissen, wer du selbst bist. Dich selbst verstehen. Um deine Beziehung mit anderen zu verstehen und deine Beziehung mit deinem Ursprung zu verstehen. In dem Sinne ist es Egoismus, aber es ist nicht falscher Egoismus. Es ist gut, weil es ist gut für andere, wenn du dich selbst verstehst. Wenn du dich selbst verstehst, bist du ein harmonischer Teil des Ganzen. Wenn du dich selbst verstehst, verstehst du, dass deine innere Natur bewusst, nicht nur Bewusstsein ist, sondern Liebe, dass du mit allen verbunden bist. Du wirst ein Mensch wie Jadavarata, der keinem anderen Lebewesen Leid zufügt, im Gegenteil, ständig darum bemüht ist, andere vom Leid zu befreien. Ist das nicht wunderbar? Kajan? Ich habe mir gedacht, sollen wir jetzt zum Beispiel die Jadavara, wenn wir über die Straßen gehen, unter die Füße ständig schauen und gucken, ob wir jemanden da zerquetschen oder nicht. Aber, und dann kann man eben sehen, wie Chaitanya Mahaprabhu durch den Wald ging. Er sang dann den heiligen Namen. Er schaute nicht unter seinen Füßen, soweit ich weiß. Woher weißt du das? Er hat zufälligerweise auf einen Tiger getreten und der Tiger wurde wach und hat angefangen, auf den heiligen Namen zu schalten. Ja, diese Art von Treten ist gut. Es ist nicht das gleiche, auf eine Ameise zu treten, wie auf einen Tiger zu treten. Den Tiger wächst du auf.
Ne? Man sagt, man sollte keine schlafenden Hunde wecken. Aber eine Ameise wirst du wahrscheinlich zerstören. Ja, aber wenn sie den ganzen Detail und Klang dabei hört, wird sie doch in ein höheres Level erhoben. Ja, das kann man mit allen Lebewesen machen. Man chantet halbe Kirche und so, du gehst zurück in die Spirituelle. Das ist nicht die Idee, glaube ich. Ja, gut, den Heiligen Namen zu schauen. Das ist in den Schriften empfohlen. Und wenn du ein großer Gottgeweihter wirst, dann wird sich dein Verhalten automatisch ändern von innen. Jetzt praktizierst du Sadhana. Du chantest die Heiligen Namen, du machst alles Mögliche, um Krishna bewusst zu werden. Wenn du Krishna bewusst bist, dann wird dein Verhalten anders sein. Und zwar nicht aus Sadhana, aus Praxis, sondern ganz natürlich. Wir hören hier von einem großen Gottgeweihten, von einer selbstverwirklichten Seele, und wir hören, dass diese Person im Wald geschaut hat, dass sie nicht auf Ameisen trifft. Das ist, was ein großer Gottgeweihter tut, scheinbar. Es gibt noch ein anderes Beispiel, genauso, da war ein Jäger, der anderen Leid zugefügt hat, absichtlich, der Tiere getötet hat im Wald, aber nicht ganz getötet hat, Mrigadi, der Jäger, der vielleicht gehört von dieser Geschichte. Er hat die Tiere nicht mit Pfeilen nicht direkt getötet, damit sie nur ein bisschen leben, weil dann sind sie frischer, wenn er sie dann nach Hause gebracht hat. Frisches Fleisch, so. Quälerei. Und Narada Muni wurde barmherzig zu ihm, hat gesehen, das Karma, was du dir einfängst dafür, das kannst du dir nicht vorstellen. Und er hat es ihm gezeigt, was passiert mit ihm. Und da wurde der Jäger, ah, meine Güte, das ist meine Zukunft, das ist, was ich angestellt habe, das ist die Reaktion, die ich bekomme dafür. Rette mich! Narada Muni sagte, ja, aber erst musst du Pfeil und Bogen weg, weil sonst machst du das Gleiche wieder. Mach erst deinen Pfeil und Bogen kaputt. Und der Jäger tat dies und dann wurde er im Chant der Heiligen Namen unterwiesen. Und der Jäger chantete von da an den Heiligen Namen mit seiner ganzen Familie, und es gibt noch ein paar andere Sachen, die dazugehören zu der Geschichte. Aber jedenfalls, als Narada Muni das nächste Mal vorbeikam, um zu gucken, wie es dem Jäger so geht, ob der reformiert war, sah er, wie als der frühere Jäger Megali sah, dass Narada Muni sein spiritueller Meister kam, wollte er Ehrbietung darbringen. Aber bevor er Ehrbietung darbrachte, hatte er erstmal den Boden mit seinen Händen die Ameisen zur Seite bewegt, um sich dahin hinzulegen. Das ist die Konsequenz vom Chanten der Heiligen Namen, wenn man eine höhere Ebene erreicht. Ich wollte noch einen Kommentar hinzufügen, weil du das auch vorgelesen hast mit Kali. Ich habe da vor kurzem einen Vortrag, ich das war von Prabhupada auch gelesen, hat Prabhupada gesagt, es läuft mit den Wehen, das geduldet wird, Menschen auch mal da zu bringen. Wird nicht geduldet. Nur die Opfer. Das ist schlimm genug. Ja, Menschenopfer, da habe ich auch nicht von gehört. Aber es gibt diese Geschichte im Bhagavata, wo diese Banditen offensichtlich der Meinung waren, ein Mensch, der so auf dieser Ebene ist wie ein Tier, den können wir opfern. So, ja. Vielen Dank, Srila Prabhupada, Ki Jai. Ki Jai.